ist 11 Uhr. Wir starten. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Software-Webinar zum Thema Projektmanagement mit Inlux. Unser IT-Partner Inlux bietet Software, die das Projektmanagement in Microsoft Outlook und Microsoft Exchange ermöglicht. In den nächsten 60 Minuten geht es also speziell um diese Software und zwar anhand einer Live-Demonstration. Mit Inlux können Sie Projekte planen und dokumentieren, immer auch mit Blick auf die Zeiterfassung und das Budget. Und zwar entweder als Einzelanwender oder auch im Team mit ganz vielen Mitarbeitern. Und als Experten zu diesem Thema begrüße ich auch ganz herzlich Marco Grano von Inlux. Hallo Marco, guten Morgen. Guten Morgen, herzlich willkommen an alle. Und bevor wir loslegen, nur ein paar Hinweise zur Organisation. Sie wissen es schon, die einige Male schon teilgenommen haben. Sie bekommen die Präsentation des heutigen Webinars im Nachgang zugeschickt. Sie haben die Möglichkeit, uns während des Webinars Fragen und Kommentare im Chat zu stellen. Das finden Sie auf Ihrem Bedienpanel, ganz unten die Chat-Funktion. Und es gibt auch eine Aufzeichnung des heutigen Webinars. Das wird dann in Kürze auf unserem YouTube-Channel zur Verfügung stehen. So, jetzt bin ich also sehr gespannt, was die Software alles kann und übergebe an dich, Marco. Dankeschön, Frau Offerhaus. Dankeschön, Tina. So, Dankeschön an alle, die heute eingeschaltet haben und die sich auch das Webinar heute auch anhören. Wir würden auch gleich mal starten. Wir, die Firma Inlux, machen Projektmanagement über Outlook. Und warum über Outlook, ist auch mal ganz wichtig zu wissen. Outlook ist ein Tool, welches in vielen Büros oder in den meisten Büros als Arbeitstool benutzt wird. Und um Projektmanagement einfach und intuitiv zu gestalten, haben wir das in Outlook integriert. Kurz zu meiner Person. Ich bin für den Vertrieb zuständig hier in München. Unsere Firma wurde 1999 gegründet und wir haben über 50.000 Anwender bei 5.000 Kunden in 56 Ländern. Gut, wir würden direkt mal mit Inlux beginnen. Dazu starte ich mein Outlook, da es ja eine Outlook-Integration ist. Natürlich können Sie das Ganze auch über eine Web-App steuern, aber heute konzentrieren wir uns mal auf unser Steckenpferd, das Projektmanagement in Outlook. Sie sehen, wenn wir jetzt das Ganze mal durchgehen, wenn hier oben dieser Ribbon Inlux Pen auftaucht, merken Sie, Sie haben das richtig installiert. Auch schon im Start hat sich was geändert. Sie sehen die letzten Projekte. Sie sehen, man kann eine Aufgabe erstellen, man kann eine E-Mail ablegen und eine Zeit erfassen. Das Ganze schon aus dem Outlook. Man muss nicht extra ins Inlux reingehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine interessante E-Mail habe, die zu einem Projekt gehört, kann ich die in mein Projekt ablegen. Könnt ihr eine Aufgabe erstellen und die Zeit verbuchen. Das Ganze würde genauso über den Kalender gehen. Im Kalender könnte ich dann zum Beispiel zu einem Meeting eine Zeit erfassen, was wir dann später vielleicht auch machen können, oder über die E-Mail, und diese eine Aufgabe zuordnen oder verknüpfen. Das heißt, ich kann mein Outlook im Kalender auch mit dem Mails verknüpfen mit Inlux. Sie sehen hier oben den Reiter Inlux PM. Wenn wir drauf gehen, sehen wir die Multiprojektumgebung. Was kann ich denn hier sehen? Ich gehe jetzt mal auf Projekte. Das dauert jetzt eine Sekunde. Hier würde ich jetzt bin ich in einer Multiprojektumgebung und hier sehen Sie dann alle Projekte, die bei uns zugange sind. Und wenn Sie es genau bemerken, habe ich hier einen Fokus auch mit Fortschritt gelegt. Hier kann ich, hier ist die Bedienung genauso, wie Sie das aus der Office-Welt kennen, speziell Excel. Sie können hier gruppieren, filtern und sortieren. Wenn ich jetzt mal sage, ich möchte die Projektleiter, zum Beispiel dieses Feld hier gruppieren, weil ich wissen möchte, welcher Projektleiter ist in welchem Projekt, ziehe ich mir das bei Drag and Drop hier hoch und habe ich in einem Überblick eine schöne Ansicht über die Projektleiter. Da sehe ich zum Beispiel, ich bin in den 5 Projekten, der Herr Stöbel in den Projekten. Und da kann ich mir einfach eine Ansicht auch bauen. Sie sehen auch hier, dass ich mir eine bedingte Formatierung reingenommen habe. Das ist über diesen Punkt möglich, wenn man sagt, man möchte das wie bei Excel bedingt formatieren. In unserem Fall oder in meinem Fall habe ich das wie eine Ampel aufgebaut. Umso mehr erledigt wurde, umso grüner wird die Ampel. Fangt bei Rot an. Diese Felder kann ich mir natürlich auch anpassen.
Wie geht das? Rechte Maustaste, Felder auswählen und dann sehen Sie eine Menge von Feldern, die Sie mit reinnehmen können. Das machen wir jetzt mal. Ich sage, ich möchte mal wissen, ob jetzt in einem Projekt Notizen hinterlegt sind. Ich nehme den Punkt letzte Notiz und ziehe den hier in meine Spalte rein. So schnell habe ich dann diese Ansicht auch erstellt oder auch dieses Feld reingenommen. Wenn ich jetzt ein Feld mit reingenommen habe, was ich eigentlich nicht reinhaben wollte, kann ich natürlich das auch wieder bei Drag and Drop rausziehen, das Ganze. Dann wäre das Feld draußen. Solche Ansichten können Sie sich natürlich speichern und Sie können sich beliebig viele eigene Ansichten bauen. Die können Sie sich für sich selber verfügbar machen, aber auch für alle sichtbar machen. Das entscheiden Sie, ob es eine persönliche Ansicht ist oder eine globale Ansicht. Das wäre einmal die Projektliste. Wenn wir jetzt nochmal auf InluxPN gehen, auf den Bereich Aufgaben. Dazu gehe ich auch hier auf Projekte. Dann haben wir auch die komplette. Wenn ich hier unten auf Projekte drücke, dann habe ich die gleiche Leiste wie hier, nur auf der Seite. Ist dann eine Geschmackssache, ob ich dann von hier oben arbeiten möchte oder von hier vertikal runter. Und auch über die Aufgaben, ähnlich wie Sie das schon, jetzt nehme ich mir mal meine offenen Aufgaben und alle. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, alle Aufgaben zu ersehen. Hier können Sie Taskmanagement betreiben. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aufgaben abzuarbeiten. Aufgaben können Sie aus einer E-Mail generieren, wie wir das vorhin schon gesehen haben. Sie können Aufgaben hieraus generieren, also eine persönliche Aufgabe und in einem Projekt. Das hängt davon ab, wenn Sie sagen, ich möchte mir eine To-Do-Liste machen oder ich möchte einfach ganz normal Taskmanagement betreiben, ohne ein Projekt zu erstellen, können Sie das hierüber machen. Eine neue Aufgabe stelle ich einfach, indem ich hier auf dieses Arbeitspaket draufdrücke, was ich jetzt mache. Dann taucht hier auf der Seite dieses Panel auf. Ich benenne jetzt mal meine Aufgabe und sage, ich möchte jetzt die Angebote vergleichen. Kann hier auch eine Beschreibung reinsetzen. Zum Beispiel vergleiche Angebot A mit Angebot B. Kann hier einen Aufwand definieren, wenn ich sage, okay, ich möchte dafür maximal 4 Stunden als Aufwand mir geben. Die Ressource, wenn ich mir eine persönliche Aufgabe stelle, ist natürlich, bin ich die Ressource. In einem Projekt kann ich Aufgaben natürlich auch verteilen an andere Ressourcen. Ich kann mich hier ein Zeitfenster erstellen. Da sage ich mal, das Projekt endet, startet am 23., also nächste Woche, oder die Aufgabe in dem Fall, und geht bis zum 27. Was heißt das? Ich gebe ihm einen Aufwand von 4 Stunden, das sollte es erledigt sein, und ein Zeitfenster, in dem das erledigt werden sollte. Also ich sollte nicht mehr als 4 Stunden dafür benötigen, in einem Zeitfenster vom 23. bis zum 27. Hier können Sie auch schon Dokumente mit reinnehmen. Wir haben ein Dokumentmanagementsystem integriert, das zeige ich Ihnen dann. Sie können Dokumente aus E-Mails reinnehmen, was ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe. Sie können Dokumente auch schon von Aufgaben übernehmen und ins Dokumentmanagement reinnehmen. Und das machen wir jetzt mal. Ich nehme jetzt mal eine Verknüpfung rein. Welche Möglichkeiten habe ich hier? Ich kann mir die Datei mit reinnehmen oder eine Dateiverknüpfung. In meinem Fall nehme ich mir eine Dateiverknüpfung mit rein. Warum? Hat den Vorteil, dass ich die Dateistruktur nicht ändere oder ich kopiere mir die Datei nicht. Ich verweise nur auf die Datei, wo sie liegt. Wenn ich einen Server habe oder auch, wenn ich einen SharePoint habe. Also SharePoint würde genauso funktionieren. Warum habe ich hier schon Dokumente drin? Gut, das sind die Dokumente, die ich mir schon mal mit reingenommen habe. Also das sind Dokumente, die ich in den letzten Projekten mit reingenommen habe. Die zeigt er mir in der Vorauswahl. Ich nehme mal jetzt einfach mein Dokument mit rein. Einfach ein Transkript und ein Bericht. Dann tauchen diese 2 Dokumente dazu. Das heißt, ich habe auch noch eine Info zu der Aufgabe, zu den Angeboten. Vielleicht habe ich auch die 2 Angebote gleich drin, dass ich die vergleichen kann. Hier unten über den Button Notizen, also wenn ich wieder zurückgehe, hier unten, können Sie eine Story auf eine Aufgabe aufbauen. Warum mache ich das? Einmal, um zu wissen, an welchem Stand ist die Aufgabe, wenn ich mit der Aufgabe arbeiten möchte. Oder ich möchte als Projektleiter vielleicht die Ressource benachrichtigen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese Aufgabe hier ansehe, die hier rot ist, Sie können sich vorstellen, dass eine Aufgabe, die ist überfällig. Da würde ich jetzt sagen, okay, warum wurde die Aufgabe nicht erledigt? Also kann ich hier mir eine Story aufbauen oder jemanden benachrichtigen.
Warum wurde die Aufgabe noch nicht erledigt? Kann das versenden? Hier benachrichtige ich keinen. Warum? Weil die Ressource automatisch, hier ist jetzt nur keine Ressource vergeben, automatisch, wenn jetzt hier eine drin wäre, nehmen wir mal einfach mal, das macht jetzt in dem Fall der Herr Stöpel. Wenn jetzt der Herr Stöpel jetzt die Aufgabe von mir bekommt, wird er automatisch über die Notiz benachrichtigt werden. Warum steht hier nochmal Benachrichtigung drin? Das müssen Sie so sehen wie bei einer E-Mail im CC. Wenn Sie sagen, okay, ich möchte zusätzlich zu meinem Stöpel, der die Aufgabe gehört, nochmal jemand anders benachrichtigen, einen Dritten vielleicht. Das Gute an dem Ganzen, an dem Notizbereich ist, dass man sich E-Mails und Telefonate spart. Man braucht auch nicht viel erklären, was geht es denn. Weil der Herr Stöpel weiß, es kommt aus dem Projekt MTA und es geht um die Aufgabe Catering. Er weiß, um was es geht, er hat auch schon die Dokumente bekommen und er kann das gleich damit verbinden. In diesem Moment würde der Herr Stöpel eine E-Mail bekommen oder eine Besprechungsanfrage, das können Sie einstellen und dann könnt ihr darauf reagieren. Das heißt, Sie können auf der Aufgabe arbeiten. Das ist ein schöner Punkt. Wenn ich die Aufgabe erledigt habe oder der Herr Stöpel in dem Fall, würde ich hier auf diesen Button erledigt markieren draufgehen oder auf die Checkbox und einchecken. Das machen wir mal. Dann ist die Aufgabe weg. Sie sehen hier den Punkt synchronisieren. Was heißt das? Sie können Aufgaben synchronisieren mit Ihrem Kalender oder mit Ihren Outlook-Aufgaben. Damit Sie das mit Ihren Outlook-Aufgaben synchronisieren können, müssen Sie ein Fälligkeitsdatum rein. Ist klar, er muss es ja, oder im Kalender, so rum, andersrum. Wenn Sie es im Kalender mit drin haben möchten, muss hier ein Fälligkeitsdatum drin sein. Warum? Weil er muss es ja an einem Tag festlegen im Kalender. Wenn keine Fälligkeit drin ist, kann er das nicht definieren, wo das hinkommt. Und wie gesagt, so kann ich dann mit meinem Kalender im Outlook auch arbeiten. Also ich kann da rein synchronisieren, was eine schöne Möglichkeit ist zu arbeiten. Jetzt sagen Sie, ja, die Liste schaut hier sehr groß aus. Ich möchte jetzt eigentlich nur meine Aufgaben sehen. Dann sehen Sie hier drei Filtermöglichkeiten. Das sind die Filtermöglichkeit meine Aufgaben. Dann würde ich jetzt nur mal meine Aufgaben sehen. Meine Aufgaben mit Projektbeteiligung, wo ich vielleicht als Teammitglied oder Projektleiter beteiligt bin. Und dann natürlich alle Aufgaben, wo wir jetzt gerade eben drin waren. Aber ich möchte jetzt mal nur meine Aufgaben sehen und vielleicht die Aufgaben, die heute zu erledigen sind. Das wäre jetzt nur auf eine Aufgabe oder die überfälligen Aufgaben. Da hätte ich jetzt keine. Also ich hätte heute diese Aufgaben zu erledigen. Also aus dem Punkt Aufgaben in dieser Multiprojektumgebung kann ich Aufgaben abarbeiten. Schöner Punkt oder schöner weiterer Punkt ist der Verlauf. Was sagt mir der Verlauf? Der Verlauf würde mir sagen, was vielleicht zu einem Meeting, was wurde in den letzten Tagen oder was ist geschehen in den letzten Tagen in unserem Unternehmen oder in unseren Projekten. Ich könnte sehen, wurde ein Dokument zu einem Projekt dazugenommen, wurde ein Projekt angelegt, wurde was an der Planung abgeändert. Könnt ihr natürlich auch Budget und Zeiten, wenn da was geändert wurde oder reingenommen wurde, auch einblenden. Und wenn wir das mal angucken, sehen wir zum Beispiel, dass hier der Herr Urner in dem Projekt Altersvorsorge arbeitet, hat zwei Mitarbeiter dazugenommen, hat die Kategorie dazu gewechselt. Und dann, wenn wir weiter sehen, gestern ist bei mir was passiert in dem Projekt PA Update. Das heißt, man hat hier eine Möglichkeit, eine Historie aufzubauen über das Team. Wenn man sagt, man möchte zum Meeting wissen, was haben wir denn die Woche geschaffen? Natürlich kann man, wenn man runterscrollt, auch ältere Einträge einblenden lassen. Wenn Sie jetzt sagen, gut, vielleicht nicht fürs Team, aber ich brauche es für mich selber, können Sie hier ein Kontaktfeld rein und sagen, ich möchte mal wissen, was habe ich denn die Woche geschaffen? Dann haben Sie auch hier für sich selber eine persönliche Ansicht. Oder ein Projektfilter. Wenn Sie sagen, wir möchten ins Team, an einem gewissen Projekt möchte man jetzt wissen, wo der Stand ist, dann würde ich einfach hier auf ein Projekt gehen und dann würde ich wissen, was wurde in einem speziellen Projekt erledigt. Also es ist eine schöne Ansicht, dieses Verlauf, oder Timeline könnte man das Ganze auch nennen. Wir unter Projekte haben einen schönen Punkt, wenn Sie sagen, ich möchte gern unter der Zeitleiste meinen Projektkalender sehen. Hier würden Sie jetzt zum Beispiel sehen, welche Projekte momentan, ich mache mal es kleiner, über groß und klein kann man das machen, dann würde ich sehen, welche Projekte laufen denn bei uns an. Das ist eine schöne Übersicht, um einfach auch zu steuern, ob man noch Kapazitäten hat, neue Aufträge anzunehmen. Wenn man vielleicht schon 3, 4, 5 Projekte involviert sind mit verschiedenen Aufträgen, kann man das Ganze darüber steuern. Warum ist das hier rot?
Das sind unsere Projekte, die nicht erledigt worden sind. Die werden dann hier rot angezeigt. Jetzt aber gehen wir mal in Projekte und starten auch ein Projekt. Wie funktioniert das? Dazu, wie ich schon gesagt habe, gehen wir auf diesen Punkt Projekte. Über die rechte Maustaste kann ich mir ein neues Projekt anlegen, die Kurztaste F2 oder über diesen Button. Also diese drei Möglichkeiten gibt es. Ich mache es mal über den Button. So. Jetzt komme ich in die Stammdaten rein. Also da trage ich alle meine Daten rein, die zu einem Projekt gehören. Die Projektname, die Projektnummer und die jeweiligen Verantwortlichkeiten und die Abteilungen. Das Ganze nennen wir auch Betreuungsseite oder Stammdaten. Ich nenne mal unser Projekt Eventplanung. Könnte ich hier auch eine Grafik mit reinnehmen, wenn ich sage, ich möchte das Ganze ein bisschen grafischer machen. Wäre natürlich möglich. Hätte ich hier die Möglichkeit, ein Bild reinzunehmen, ist kein Muss. Alle Felder hier sind optionale Felder. Sie müssen nicht alles ausgefüllt haben. Wichtig ist Start und Ende von einem Projekt, der Name und die Projektnummer. Alles andere sind dann freiwillige Felder. Natürlich, umso mehr Felder Sie ausfüllen, umso besser können Sie das Ganze auch auswerten. Projektnummer ist ein Präfix von der Jahreszahl und ein Suffix. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte gerne eigene Projektnummern anlegen, ist das über die Optionen möglich. Sie können dort einen eigenen Präfix und einen eigenen Suffix einstellen. Wenn Sie sagen, wir arbeiten zum Beispiel nicht mit diesen Zahlen, wir arbeiten mit anderen Projektnummern, dann ist das natürlich möglich. Hier sehen Sie den Punkt Abteilungen. Hier entscheiden Sie, welche Abteilung macht denn unser Projekt. Ich sage mal in unserem Fall, was die Abteilung Marketing. Und unter dem Punkt Kunden kann man natürlich rein informativ einen Kunden definieren. Das heißt, es hat nur eine informative Funktion. Ich lasse das mal frei, weil das ist ein Projekt, das, was für uns persönlich ist. Ich kann hier die Kategorie entscheiden. Ich sage, das ist ein Kundenevent. Auch die Kategorien und Abteilungen kann man sich in der Option natürlich definieren und aufbauen, wenn man sagt, man braucht komplett andere Kategorien. Wir haben ja heute das Ganze ein bisschen auf Event ausgerichtet. Darum passen die zwei die Abteilungen und die Kategorie. Jetzt gehen wir mal in die Verantwortlichkeiten. Ist auch ein interessanter Bereich. Hier sehen Sie, ich bin als Projektleiter schon eingetragen. Klar, ich habe das Projekt gestartet und ich bin jetzt in dem Fall auch der Projektleiter. Sie können natürlich ein Projekt auch anlegen für einen Kollegen, wenn Sie möchten. Das hat auch ein bisschen hier mit Berechtigung zu tun. Sie sehen hier 5 Rollen, Projektleiter, Team, Kunde, Partner und weitere. Hinter diesen Rollen sind Berechtigungen. Sie können natürlich definieren, was darf das Team, was darf der Kunde, was darf der Partner und was dürfen dann die weiteren. Schöner Punkt hier, Sie können auch hier Ressourcen reinnehmen, die keine Inlooks haben. Hat den Hintergrund, dass Sie bei einer Aufgabe oder bei jeglicher Information oder Benachrichtigung die Möglichkeit haben, per E-Mail informiert zu werden. Das heißt, jemand, der keine Inlooks hat, wird zumindest eine E-Mail bekommen, könnte auf die E-Mail reagieren, könnte ihn zurückschreiben und sagen, okay, ich habe die Aufgabe zum Beispiel erledigt und Sie könnten das in der Planung abändern. Wäre ein Workaround für diejenigen, die keine Inlooks haben. Natürlich, wenn Sie Inlooks haben, können Sie aktiv in der Planung auch was abändern und auch abarbeiten. Ich definiere jetzt mal hier mein Team. Dazu gehe ich aufs Dropdown. Nehmen wir mal einmal die Frau Moresche mit rein ins Team. Ich nehme mal, gehe jetzt mal ins Team rein. Und aus unserem Exchange kann ich natürlich noch ein paar Kollegen mit reinnehmen. Ich nehme einfach mal den Herrn Stöpel mit rein. Die Frau Gegenheimer. Und die Frau Tran in meinem Team. Jetzt habe ich mir hier mein Team definiert. Dieses Team hat auch die Teamberechtigung, die ich voreingestellt habe. Hat den Vorteil, Sie müssen es nicht machen, dass wenn ich später eine Benachrichtigung raussende, kann ich die Gruppe wählen. Da muss ich nicht alle wieder einzeln anwählen. Dann habe ich die schon mal als Gruppe gruppiert. Nächster Punkt, Status und Datum. Hier können Sie entscheiden, in welchem Status ist denn mein Projekt. Ist es in der Angebotsphase? Haben wir die Unterschrift vom Kunden bekommen? Ist es eine Freigabe? Wir sagen mal, unser Projekt ist in Bearbeitung, fängt nächste Woche an, am 23. und geht bis zum Ende Juni. Hier
Punkt eigene Felder. Das ist ein schöner Punkt, wenn Sie sagen, ich benötige eigene Felder. Ihnen reichen vielleicht die Felder nicht, die schon voreingestellt sind. Sie benötigen spezielle Felder. Was kann ich mir hier reinnehmen? Sie können sich in den Feldern ein Textfeld mit reinnehmen. Sie können sich ein Datumsfeld mit reinnehmen. Wie Sie das benennen, ist Ihnen überlassen. Hier wäre es zum Beispiel nächstes Projektmeeting. Eine Checkbox, ist der Auftrag eingegangen in unserem Fall. Ein Listenfeld, das heißt, ich könnte hier zum Beispiel Standorte oder auch verschiedene Kategorien mit reinnehmen. Ich sage jetzt mal Frankreich. Man könnte noch ein Währungsfeld mit reinnehmen, wenn man mit Währungen arbeiten möchte, in dem Fall Budgeterwartung. Und Dezimalfelder, wenn man mit Risiken oder Richtgrößen arbeitet. Diese Felder kann man sich selber stellen und beliebig benennen. Das ist eine schöne Möglichkeit, damit zu arbeiten. Das Schöne ist, diese Felder können Sie auch in der Multiprojektliste, die haben Sie auch zur Verfügung, um die ganzen um Ihre persönliche Ansicht auch zu verwalten. Wenn Sie sagen, ich möchte gerne meine Standorte in meiner Liste haben, in meiner Projektliste, ist dieses Feld drin. Also das heißt, diese Felder, die Sie sich selber stellen, würden auch auftauchen in den Feldern, die Sie sich in Ihre Projektliste mit reinnehmen können. Hier, Punkt Notiz. Ähnlich wie bei den Aufgaben können Sie hier eine Story aufbauen. Sie können beliebig viele Informationen mit reinnehmen. Sie können beliebig viele Notizen mit reinnehmen. Und bei wichtigen Notizen können Sie dann auch jemanden benachrichtigen. Wenn Sie sagen, okay, da ist jetzt eine wichtige Notiz drin, oder wir schreiben mal, Projekt beginnt am 23.04. Bitte bereitet euch ein paar Punkte fürs Meeting vor. So, hier, wie ich schon vorhin gesagt habe, könnte ich jetzt schnell auch das Team benachrichtigen. Und ich sage zum Beispiel auch der Projektleiter. Das Schöne ist, ich spare mir Telefonate und auch E-Mails. Ich könnte darüber kommunizieren, weil das Team würde ja wissen, es kommt aus dem Projekt, Projektplanung. Ich speichere mal einmal das Projekt. Die wüssten ja, um was es genau geht, und sie wüssten auch, wann das Projekt mit Ihnen ist. Das heißt, so rum haben Sie eine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Sie haben auch eine Möglichkeit, hier Hyperlinks reinzunehmen. Wenn Sie sagen, schönes Beispiel, Sie benutzen OneNote und möchten daraus eine Notiz nehmen, Sie haben sich was notiert und möchten dann den Hyperlink reinnehmen, das wäre möglich. Sie müssten nur in OneNote einen Link generieren und hier reinkopieren. Und da können Sie auch darauf verweisen. Jetzt habe ich hier meine Standarten definiert. Jetzt würde ich direkt mal in die Planung reingehen. Dazu gehe ich auf Start. Und Sie sehen, wir konzentrieren uns mal heute auf diese drei Punkte, das sind die drei Hauptpunkte. Planung, Aufgaben, Mindmaps, natürlich auch Dokumente dann später. Ich könnte planen direkt nackt aus dem Gantt, also das typische Wasserfalldiagramm, was Sie bestimmt schon kennen. Ich könnte über das Kanban-Board planen, das wäre die agile Art zu planen. Ich mache mir einen Backlog und arbeite das Ganze ab. Das wäre eine Art, zum Beispiel in Software, Softwarehäuser wird oder Softwareprojekte werden damit angegangen. Oder, und das machen wir heute, wir machen das Ganze über Mindmaps. Das ist eine schöne Art zu planen, wenn man sagt, man müsste erstmal eine Struktur aufsetzen. Vielleicht macht man das auch in einem Brainstorming. Man sagt, okay, was benötigen wir für ein Projekt? Es gibt ja, manchmal ist es ja so, dass man nicht weiß, wie gehe ich am besten an ein Projekt dran. Dann ist es über die Mindmap natürlich am besten. Wie erstelle ich mir so eine Mindmap? Sie sehen hier, nimmt ihr mir schon den Projektnamen. Den kann ich natürlich nachträglich auch abändern. Ich sage jetzt mal Eventplanung. Sommerfest. So. Dann kann ich hier neue Knoten definieren und diese benennen. Ich kann beliebig viele Unterknoten mit reinnehmen. Und mir zum Beispiel Phasen machen, das wäre meine Phase 1, Phase 2. Das Ganze kann ich auch formatieren, könnte die Hintergrundfarbe abändern, einen Clipart mit reinnehmen. Wenn Sie so eine Vorlage mal erstellt haben,
die können Sie speichern. Also Sie müssen nicht alles immer neu machen. Sie können das Ganze eben aus dem Ganzen, aus der Mindmap rausplanen. Wenn Sie mal so eine schöne Mindmap erstellt haben, einfach Vorlage speichern gehen und abspeichern. Ich habe schon mal was vorbereitet. Sie sehen, hier sind schon ein paar Vorlagen drin. Die kann ich mir natürlich beliebig auch benutzen. Ich nehme jetzt mal das Template Event Planner. Das würde ja ganz gut passen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein Event plane, hätte ich mir schon ein Template erstellt. Nach diesem Schema würde ich dann vorgehen. Ich könnte natürlich hier den Titel nochmal kurz abändern und sagen, Sommerfest. So, dann sehen Sie, ich habe mich hier einen Phasenplan erstellt. In der ersten Phase würde ich die Projektidee und das Konzept durchgehen. In der zweiten Phase die Dokumentation, das Personal, die Pressearbeit. Und in Phase 3 und Phase 4 natürlich die anderen Aufgaben. Jetzt haben Sie sich so erstmal erstellt. Jetzt sagen Sie, super, coole Geschichte. Ich möchte aber damit weiterarbeiten. Ich möchte mir nicht nur eine Grafik hier stellen, ich möchte damit planen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können natürlich hier sich die Endpunkte nehmen. Jetzt nehmen wir uns mal den Punkt Konzept und sagen, für das Konzept ist jetzt hier einmal die Frau Gegenheimer, der Herr Unger und vielleicht auch ich selber zuständig. Dann würden Sie sehen, dass hier beim Konzept, ja, es ist natürlich farblich nicht so toll, aber Sie würden hier, ich ändere mal kurz die Farbe auch ab, dann sehen Sie das wahrscheinlich auch besser. Einfach mal was Leichteres. So, Sie würden sehen, da würde hier ein Männchen generiert werden. Das heißt, er kennt das Ganze als Aufgabe. Jetzt sagen Sie, okay, das ist schön, ich könnte hier Aufgaben verteilen, könnte auch schon hier vielleicht ein Dokument mit reinnehmen, auch hier in der Mindmap. Ich möchte aber ein bisschen damit planen können. Dazu gehe ich einfach hier auf Bearbeiten. Und wir fangen mal mit der agilen Planung an, bevor wir zum Wasserfallplan gehen. In der agilen Planung können Sie hier Aufgaben erzeugen. Sie können Aufgaben aus allen Knoten erzeugen, aus den Endknoten oder aus den markierten Knoten. In meinem Fall, sehen Sie selber, habe ich hier einen Phasenplan erstellt. Das heißt, meine Aufgaben wären ja unsere Endpunkte, weil die Phase ist ja ein Vorgang und keine Aufgabe. In dem Fall könnte ich mir die markieren einzeln oder ich nehme einfach diese Schnellauswahl-Endknoten. Und dann würde das Ganze passen. Natürlich kann ich auch alle Knoten nehmen, aber das würde in dem Fall nicht dazu passen. Ich gehe jetzt mal auf Endknoten. Und Sie sehen, jetzt gehe ich mal ein paar Aufgaben waren schon drin. Sie sehen jetzt hier das Konzept, das haben wir ja schon vorher definiert, wer das macht. Das war der Herr Ohner, ich. Und ja, das waren eigentlich nur wir beide in dem Fall. Und die Frau Gegenheimer, das ist kein schönes Bildchen, das nehmen wir mal mit rein. Wir werden für das Konzept zuständig. Hier die Aufgaben, wo jetzt kein Bildchen drin ist oder keine Ressource definiert ist, können Sie natürlich hier die Aufgaben definieren. Wer soll die Aufgabe erledigen? Sagen wir mal, die Frau Moresche ist für die Organisation zuständig, für die Vereinbarung und Verträge mit den Künstlern wäre die Frau Tran zuständig, der Herr Stöpel für das Aufbau und Testing, das Personal macht der Herr Ottiger. Die Frau Kreitmeier macht die Pressearbeit und die Dokumentation, das mache ich das Ganze. Dann hätte ich hier mir ein Backlog aufgebaut mit meinen Aufgaben. Hätte ich hier auch die Möglichkeit, diese Aufgaben abzuarbeiten, wenn ich sage, okay, wir machen mal das, spielen wir mal das durch. Wir sind jetzt hier in der Meeting und sagen, das jetzt, sind jetzt meine ganzen Aufgaben aus dem Backlog. In den nächsten 2 Wochen möchten wir einmal die Finanzmittel geklärt haben oder erledigt haben, dann würde ich mir die Aufgaben, die ich erledigen möchte, in Bearbeitung setzen. Das sind jetzt ziemlich viele, die für die Finanzmittel zuständig sind. Nehme ich mal 2 raus, die kann ich natürlich auch, wenn ich zu viele erstellt habe, auch löschen. Zack, sage jetzt hier für die Organisation mit hier erledigen und das ist in den nächsten 14 Tagen zu erledigen. Das heißt, ich könnte hier in den Vorgang reingehen oder in die Aufgabe reingehen und Start Ende setzen. Ich sage okay, 23. bis 7. also 14 Tagen
möchten wir diese Aufgaben erledigen. Das kann ich natürlich bei jedem dann machen. Ich habe einen Backlog hier, aus dem ich immer wieder die Aufgaben in Bearbeitung setzen kann und dann in Erledigt reinnehmen kann. Das Schöne ist, er synchronisiert die Aufgaben, die Sie sich erstellen, auch in Ihrer Aufgabenliste. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit der globalen Aufgabenliste über alle Aufgaben, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wenn Sie sagen, Sie möchten das Ganze zum Beispiel lieber aus einem Projekt drauf zu machen, Magienarzt, dann machen Sie das hier im Kanban-Board. Das heißt, wenn Sie hier eine Aufgabe als erledigt setzen, ist sie auch in Ihrer Aufgabenliste erledigt. Wenn Sie sich die Aufgabe hier erstellen, taucht die Aufgabe auch auf. Wenn wir jetzt in eine Aufgabe reingehen, haben wir schon gesagt, wir haben uns ein Zeitfenster definiert. Wir könnten hier auch eine Beschreibung mit reinnehmen. Zum Beispiel achtet auf den Budgetplan. Kann dann auch diesen mit reinnehmen. Ich sage, okay, das brauche ich denn auch. Nehmen wir eine Detailverknüpfung. Es wäre übrigens auch ein Internetlink möglich. Das heißt, die drei Möglichkeiten gibt es: Datei, Dateiverknüpfung, Internetlink. Und über den Internetlink kann man natürlich auch Hyperlinks mit reinnehmen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, was mit reinzunehmen. Ich nehme mal einfach mein Budget, was ich teste, mit rein. Hätte jetzt das auch drin. Das heißt, ich hätte jetzt der Frau Ressel ein Zeitfenster vorgegeben, hätte ihr jetzt auch ein Dokument mitgegeben. Hier sehen Sie den Bereich Budget, das heißt, kann sie ihre Arbeitszeit abrechnen oder diese Aufgabe abrechnen. Wenn sie sagt, nee, das ist nicht abrechenbar, können Sie natürlich rausnehmen. Ist aber auch kein Pflichtfeld hier. Sie können das Ganze auch bewusst einklappen, wenn Sie sagen, Budget ist erstmal nicht interessant für uns. Die Frau Ressel wird benachrichtigt über die Aufgabe und so wie ich Ihnen das vorhin erklärt habe, können Sie nochmal jemanden in CC setzen, wenn Sie möchten. Aber in unserem Fall ist eine persönliche Aufgabe für die Frau Ressel, für dieses Projekt. Da möchte ich jetzt keinen in CC setzen. Kann hier über die Sprechblase auch eine Notiz hinterlegen, kann mit ihr kommunizieren. Kann ihr sagen, zum Beispiel, wie weit bist du? Und eine Notiz hinzufügen. Also es ist eine schöne Möglichkeit, hier zu dokumentieren, so eine Historien aufzubauen oder auch, um das als Kommunikationstool zu benutzen. Das wäre das sogenannte Kanban-Board. Natürlich kann man hier auch Aufgaben hieraus auch planen. Wenn Sie sagen, ich arbeite weniger mit Mindmaps, ich möchte direkt im Kanban-Board Aufgaben stellen, ist natürlich das auch möglich. Sie gehen einfach hier auf neue Aufgabe, dann würde eine Aufgabe erstellen und könnten das Gleiche machen, was wir gerade eben gemacht haben. Es ist halt einfach, sagen wir so, etwas leichter aus dem Mindmap zu planen, wenn man nicht ganz im Projektmanagement so tief drin ist, dann ist es ein guter Einstieg für das Ganze. Aber natürlich können Sie auch direkt mit dem Kanban-Board anfangen. Was auch möglich ist, sind hier die verschiedenen Status zu bearbeiten. Wenn Sie sagen, ich möchte noch dazwischen was packen, ich möchte nur drei haben, noch nicht begonnen, in Bearbeitung erledigt, können Sie sich noch einen anderen Status mit reinnehmen. Sie müssen nur darauf achten, der letzte Status, der ganz rechts ist, ist der Status, der auch erledigt ist. Das heißt, Sie müssen schauen, dass erledigt wirklich ganz rechts auch bleibt. Ansonsten können Sie sich so viele Statusmeldungen reinnehmen, wie Sie möchten. Das wäre einmal die agile Art zu planen. Wir gehen mal wieder zurück in die Mindmap. Auch hier können Sie natürlich die Aufgaben speichern. Wenn Sie mal eine Aufgabenliste haben und die wiederholt sich, Sie sehen, wir haben auch schon ein paar gespeichert hier, können Sie natürlich die Aufgaben immer wieder rausladen, wenn Sie möchten. Also bei uns ist das nämlich die, auch um eine Unterstärkung, dass wir viel mit Vorlagen oder Templates arbeiten können. Sie müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Jetzt gucken wir mal. Auf die Mindmap. Wir gehen jetzt hier auf den Punkt zu planen und kopieren. Wenn wir sagen, okay, wir möchten aber jetzt eher, ich verkleine das Ganze mal, das ist ein bisschen zu klein. Okay, machen wir es so, das reicht schon. Ich möchte mir jetzt direkt im Ganzen damit arbeiten. Dann ist es natürlich für diesen Punkt möglich. Kann ich hier mir einen Dauer pro Vorgang als Standard setzen, den ich natürlich dann in der Planung abändern kann. Ich habe bewusst beim Aufbau von der Planung oder von diesem Moment einen kleinen Fehler reingebaut. Den zeige ich Ihnen dann auch gleich, um einfach Ihnen zu zeigen, wie schnell das auch korrigierbar ist. Die Farbe ist jetzt hier natürlich nicht gut gewählt.
ändere jetzt die Farbe ab. Das ist natürlich nachträglich auch möglich. Ich sage, ich möchte jetzt eine andere Farbe haben. Die Farbe rein, dann habe ich einfach eine bessere Unterteilung. Sie sehen Phase 1, 3, 4 und 2, das stimmt von der Anordnung nicht, weil ich absichtlich das nicht chronologisch gemacht habe, ich habe es einfach wild durcheinander gemacht. Das heißt, wenn Sie es chronologisch machen, übernimmt er schon die richtige Reihenfolge. Aber ich wollte Ihnen einfach damit zeigen, wie schnell Sie das auch in richtige Anordnung bringen können. Sie sehen diese Pfeile, Sie können das Ganze ausrücken, wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit PSP-Codes und möchten einfach eine Ausrückung machen. Aber in unserem Fall passt die Anordnung, wie sie ist. Ich möchte es nur in der Reihenfolge abändern und die Phase 2 auch in die Phase 2 rücken. Habe ich hier Phase 1, Phase 2, Phase 3 und Phase 4. Jetzt können Sie hier natürlich auch mit Abhängigkeiten arbeiten. Das heißt, wenn die Phase 1 durch ist, dann soll erst die Phase 2 beginnen. Wenn die Phase 3 fertig ist, auch die Phase 4. Wie mache ich diese Abhängigkeit? Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, alles automatisch zu verketten, wenn man es ganz gemütlich machen möchte. Also Steuerung A. Und einfach auf diesen Punkt hier oben automatisch verketten gehen oder draufdrücken. Dann verkettet er alle Vorgänge miteinander. Wenn Sie sagen, okay, ich möchte es lieber manuell machen, weil ich da ein bisschen anders arbeite, geht das auch. Wie geht das? Am Ende von einer Phase oder von einem Vorgang. Man kann bei uns Phasen, also Vorgänge und Untervorgänge, kann man miteinander verknüpfen oder in Abhängigkeit setzen. Ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt nicht die Untervorgänge miteinander abhängig machen, ich möchte die Phasen abhängig machen. Ich gehe einfach mit der linken Maustaste gedrückt am Ende von einem Vorgang und ziehe das zu einem Anfang von einem Vorgang. Sie sehen dann, okay, der macht mir hier eine Abhängigkeit rein. Das Gleiche mache ich natürlich mit dem dritten und auch mit dem vierten Punkt. Wir sagen wie hier, ich möchte mal auch einen Meilenstein setzen, einen neuen Meilenstein, möchte den aber nicht in der Phase unterordnen, sondern als extra Punkt erstellen. Das heißt, ich ziehe einfach das in den PSP-Code raus und merke Sie, der kriegt auch eine andere Nummer. Und nenne das Ganze einfach der Event-Tag in dem Fall. Kann auch hier noch Dokumente mit reinsetzen, also wir arbeiten hier auch viel mit Dokumenten. Haben jetzt diesen Meilenstein gesetzt, macht den vielleicht auch ein bisschen sichtlicher und machen rot. Jetzt machen wir mal einfach, gehen wir mal ein Szenario durch. So, das Meilenstein, sagen wir mal, ist am 10.05. So, jetzt sage ich, okay, wenn ich mit der Phase 4 bin, also mit der Vereinbarung, mit dem Aufbau und Testing, dann erst kann das Event starten. Und dieses Datum ist ja ein Fixdatum, der 10. Mai. Da zeige ich Ihnen jetzt einen schönen Punkt, wie Sie damit arbeiten können, wenn es Verschiebungen gibt. Machen wir das kleiner. So, jetzt habe ich hier meine Phasen. Wie es jetzt ausschaut, schaut es ganz gut aus. Ich komme auf mein Datum drauf. 10. Mai ist das Event. Und Sie merken, okay, vielleicht für den Punkt Projektidee hat es länger gedauert, weil vielleicht haben sich ein paar andere Aufträge dazwischen gekommen. Sie merken schon hier, unser Meilenstein hat sich weiter verschoben. Was in manchen Fällen ja gut ist, aber in unserem Fall haben wir einen Event-Tag als Fixdatum. Was kann ich da tun? Ich müsste erstmal in den Meilenstein reingehen, bei Doppelklick, und die Einschränkungen abändern. Nicht früher als nichts anderes wie nicht früher als die Phase 4 fertig ist, sondern ich möchte ein Amtdatum setzen. Dann habe ich hier den 10. Mai drin, den ich mir definiert habe. Jetzt habe ich natürlich auch eine Zeitwarnung. Ist ja auch ganz logisch. Das sagt, okay, wie soll das funktionieren? Du bist noch in Phase 4. Aber hier ist schon der Event. Also du hast dieses auch noch gar nicht erledigt. Was könnte ich hier machen? Es könnte ja sein, dass ich sage, okay, Phase 1 und Phase 2 könnten vielleicht zusammen beginnen. Dazu gehe ich einfach auf diesen Pfeil, diese Anordnungsbeziehung, mit Doppelklick und schaue mal, was wir hier abändern können. Wir könnten sagen, okay, vielleicht ist es ja möglich, die Projektidee und das Konzept von zwei Ressourcen machen zu lassen, uns Personal, Pressearbeit und Dokumentation, wenn wir genügend Ressourcen natürlich auch haben, von wieder anderen Ressourcen, und das zusammen starten zu lassen. Also diese Phase 1 und Phase 2 soll einfach zusammen starten. Dann merken Sie, okay, dann nehmen wir das einfach mit rein. Okay, ich hätte jetzt hier auch einen Puffer wieder mit drin. Was könnte ich noch machen, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen, ein bisschen auch in der Planung
etwas effizienter zu arbeiten. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich möchte nicht, dass die Phase 4 am Mittwoch beginnt. Vielleicht habe ich ja auch die Möglichkeit, dass es am Montag beginnt, also ins Negative reingeht, also überlappend zu einem anderen Vorgang, weil vielleicht wird an dem Tag eine Ressource frei von einem Vorvorgang. Das heißt, ich könnte hier raufgehen und sagen, okay, nochmal Doppelklick auf Anordnungsbeziehung, ich gehe ins Negative rein und sage, ich gehe jetzt mal 2 Tage ins Negative rein, dann geht er mir überlappend. Das heißt, er fand, in dem Fall habe ich jetzt zu viel gemacht, aber Sie sehen, Sie merken ja die Logik dahinter, Sie können mitten in dem anderen Vorgang schon den nächsten Vorgang starten. Somit sichern Sie sich auch Ihr Datum ab und den Meilenstein, haben auch einen kleinen Puffer, falls doch mal was passiert. Jetzt haben Sie aber hier die Phasen und auch die Vorgänge. Wir haben ja vorhin Aufgaben erstellt. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier die Projektidee, ich stelle eine Aufgabe zur Projektidee und entscheide jetzt, wer das machen soll. Ich sage jetzt in dem Fall die Frau Moresche. Das heißt, man kann natürlich hier abwählen, ob in Stunden, Arbeitstage oder Minuten. Ich bleibe in Stunden, weil ich in Stunden arbeite. Ich sage, ich bin jetzt 8 Stunden dran. Dann kann man hier auch schöne Auslastungsanzeige sehen. Warum zeigt ihr mir 20% an? Weil der Vorgang selber 5 Tage dauert und davon 8 Stunden, also von 5 Tage ein Tag, 8 Stunden ist bei uns ein Arbeitstag, ist 20%. Das heißt, da würde auch nicht hier eine kleine Auslastungsanzeige anzeigen. Und wenn Sie nochmal Zeit sparen möchten, dann können Sie natürlich verschiedene Vorgänge oder die gleiche Aufgabe nochmal jemand anders geben. Dann könnte natürlich der Vorgang auch schnell erledigt werden. Wenn ich sage, okay, Projektidee soll nicht die Frau Moresche alleine machen, die möchte ich nochmal erstellen, gehen Sie hier rein und sagen, okay, der Frau Moresche, die macht die Aufgabe rein, soll jetzt hier die Frau Gegenheimer helfen mit 4 Stunden, vielleicht 4 Stunden einfach eine Hilfe an der Seite, dann können Sie auch vielleicht hier im Vorgang ein bisschen kleiner planen. Sie können es übrigens per, wie Sie das Office kennen, per Ziehen, mit der Maustaste Ziehen machen, oder wenn Sie reingehen in den Vorgang, können Sie natürlich auch manuell hier das abändern. Das dann Ihnen überlassen. Somit kann ich auch hier richtig planen. Jetzt haben Sie sich sowas erstellt. Wichtig auch hier, wenn Sie so eine Nacktplanung haben und sagen, ich mache alles aus dem Gantt, auch hier können Sie Vorlagen speichern. Sie könnten auch Vorlagen importieren aus MS Project oder aus einer MS Project XML-Datei. Also das ist möglich. Das heißt, Sie können sich hier Vorlagen abspeichern und immer wieder abrufen. Wir haben hier oben eine Zeitleistenansicht. Das ist einfach eine Zusatzansicht. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich möchte jetzt hier meine Phase 1, 2, 3 und 4, ich kann natürlich auch alles wählen, und mein Meilenstein, der ganz wichtig ist, mir in der Zeitleiste anzeigen lassen. Dann gehe ich hier auf Bearbeiten, auf Zeitleiste anzeigen und dann kann ich das mir anzeigen lassen. Ich kann natürlich das auch größer machen. Und dann sehe ich hier Eventtag, dann hätte ich hier eine KW, Woche 19, Woche 18, Woche 17. Das wäre eine schöne Übersicht, wenn man sagt, man möchte grafisch anders darstellen. Jetzt habe ich hier mal eine Gantt-Planung gemacht. Jetzt gibt es aber mal den Punkt Schnappschuss hier, der vielleicht auch interessant sein sollte für Sie. Was heißt der? Das ist nicht nur hier ein schönes Foto von einem Projekt. Wir stellen einfach mal so einen Schnappschuss, dass Sie verstehen, was steckt dahinter. Ich schreibe jetzt einfach mal rein. 18.04.18, Anfang Planung. Gehe jetzt auf dieses Foto zeigen und erstelle mir diesen Schnappschuss. Sie können sich beliebig viele Schnappschüsse auch erstellen, also da gibt es kein Limit. Jetzt sage ich zum Beispiel, hier hat sich was verschoben und abgeändert. Das kann ich im Prinzip machen oder wie gesagt, können Sie natürlich auch hier über diese Leiste machen. Ich arbeite gerne mit der Maus, darum mache ich es mit dem, das ist dann Ihnen überlassen. So, jetzt ändere ich hier ein paar Sachen der Planung ab. Und Sie merken, okay, ich habe irgendwo Fehler gemacht im Ganzen. Dann haben Sie 2 Möglichkeiten. Sie können das Ganze, die Planung wiederherstellen. Das heißt, das Ganze, den Schnappschuss können Sie wieder Wiederherstellungspunkt nehmen. Weil, ehrlich gesagt, Sie erstellen sich zwar eine Vorlage, aber dann müssten Sie wieder von Null auf planen. Aber wenn Sie dann einen Zwischenstand hätten, wo Sie wiederherstellen könnten, das machen wir jetzt mal, dann haben Sie einfach eine Möglichkeit, eine Versionierung abzusichern. Sagen wir mal, Sie speichern das ist natürlich Ihnen überlassen, aber beispielhaft
jede Woche mal ab, so eine Planung. Dann können Sie ja immer wieder schauen oder wieder zurückgehen, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Oder natürlich sende ich wieder was ab. So. Ich kann natürlich mir das Ganze auch einblenden lassen und als Plan-Ist-Vergleich nehmen. Wie habe ich denn am Anfang geplant? Was hat sich denn zur Anfangsplanung geändert? Das können Sie so nutzen, wie Sie möchten. Also selbstverständlich ist das Wiederherstellungspunkt, wenn man sagt, man möchte einfach den Punkt wiederherstellen, da wo die Planung noch gepasst hat. Oder einfach als Plan-Ist-Vergleich. Ich mache mir das ein bisschen kleiner jetzt hier. Das wäre eine schöne Übersicht hier, einfach mal das Gantt-Diagramm in Vergleich zu setzen oder eine Wiederherstellung zu machen, weil das kann Ihnen wahrscheinlich jeder bestätigen. Und vielleicht ist Ihnen das auch schon passiert, Sie haben vergessen, was zu speichern und Sie mussten alles von neu machen. Und das ist natürlich in manchen Fällen ein bisschen schwierig. Zur Planung, im Großen und Ganzen war es das. Es gibt hier unter dem Punkt Synchronisierung, aber bearbeiten, die Möglichkeit, gewisse Punkte in den Kalender rein zu synchronisieren. Das gleiche wie bei den Aufgaben auch. Es kann ja sein, dass ich sage, okay, ich möchte meinen Meilenstein-Event-Tag mit dem Kalender drin haben, dann ist es natürlich auch hier möglich. Schöner Punkt sind die Dokumente. Das wäre auch jetzt der letzte Punkt. Hier in den Dokumenten finden Sie alle Dokumente, die Sie ins Projekt reingelegt haben. Sie haben es erinnert, ich habe vorne eine Aufgabe erstellt und habe dann eine Budgetübersicht mit reingenommen. Das heißt, dieses Dokument würde ich hier finden. Das Dokument können Sie natürlich auch in den Ordner ablegen. Diese Ordnerstruktur können Sie sich in Optionen festlegen, können aber auch für einzelne Projekte die abändern. Wenn ich jetzt draufgehe und sage, ich möchte für dieses Projekt den Ordner umbenennen, ist natürlich möglich. Ich lege jetzt meine Dokumente ab, dass Sie einfach mal sehen, wie das funktioniert. Wenn ich hier auf Neu gehe, wie auch vorhin schon gesehen, haben wir die drei Möglichkeiten. In unserem Fall möchte ich jetzt auch wieder eine Verknüpfung mit reinnehmen und mir vielleicht was aus meinem SharePoint mit reinnehmen. Also man kann SharePoint mit einbinden. Ich sage, jetzt möchte ich hier, nehme ich mir einfach meine, in dem Fall wäre es jetzt eine Präsentation, die ich mit reinnehme, könnte ich die reinladen, könnte das Ganze hier auch verknüpfen, wenn ich sage, okay, diese Präsentation gehört zu einer gewissen, das können Sie entweder aus einer Aufgabe verknüpfen, automatisch oder nachträglich, wenn Sie das Dokument reinnehmen und dann sagen, okay, ich möchte zum Beispiel diese PowerPoint-Präsentation zum Konzept mit reinnehmen, mache ich mal. Da wir zu zweit an dem Konzept arbeiten, nehme ich mich und den Herrn Ohner mit rein und vielleicht noch zum Meilenstein, also auch ein Planungselement kann ich mit reinnehmen. Dann hätte ich das miteinander verknüpft. Das heißt, ich kann Verknüpfungen machen zu dem Ganzen. Jetzt habe ich das Ganze zu den Finanzmitteln verknüpft. Schöner Punkt auch hier. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen uns einfach mal einen Interlinker mit rein. Das zeigt mir die Präsentation, die ich vorhin reingeladen habe. Jetzt gehe ich mal auf den Internetlink. Das Schöne ist, man kann direkt mit dem arbeiten. Es ist nicht nur ein Verweis, man hat schon eine kleine Möglichkeit, damit auch zu arbeiten. Wenn man sagt, okay, man geht jetzt hier und möchte gerne irgendwas sehen aus der Seite, haben Sie auch so eine kleine Browser-Funktion auch schon drin. Das heißt, Sie können natürlich bei Doppelklick reingehen und bitte Chrome oder einen anderen Browser aufgeben, aber Sie haben auch die Möglichkeit, hieraus das Ganze zu machen, also hieraus zu arbeiten. Auch hier gibt es die Möglichkeit, das Ganze zu verknüpfen, wenn Sie sagen, okay, ich möchte jetzt diese URL oder diese Internetseite mit einer Aufgabe verknüpfen, ist das möglich. Man könnte hieraus auch eine E-Mail versenden, wenn Sie sagen, okay, ich möchte jetzt die Budgetübersicht als E-Mail versenden, das ist auf jeden Fall möglich. Was auch hier möglich ist, es sind Favoritenlisten zu erstellen. Wenn Sie sagen, ich arbeite lieber mit Favoriten, dann ist es natürlich möglich. Diesen Dokumentmanagement-Bereich gibt es hier in einem Projekt, also in unserem Projektplanung. Projekt-Event-Planung, so rum. Ich mache mal das ganz kurz zu. Den gibt es aber natürlich auch hier in dem Bereich Dokumente. Das ist nichts anderes. Was ist der Unterschied? Sie können die Dokumente aus allen Projekten sehen, also Multi-Dokument-Management hier betreiben. Das heißt, Sie können alle Dokumente sehen aus jedem Projekt, können auch Dokumente mit reinnehmen. Was Sie zusätzlich hier machen können, sind persönliche Verknüpfungen.
Das heißt, Sie können hier erstmal erstmal Dateien mit reinnehmen oder Dokumente mit reinnehmen und nachträglich ein Projekt zuweisen. Wenn Sie sagen, okay, das möchte ich erstmal nachträglich im Projekt zuweisen, ich möchte erstmal eine Dokumente erstmal reinnehmen und nachträglich das Ganze mit reinnehmen. Wie gesagt, die Dateien, wenn Sie sie als Verknüpfung nehmen, bleiben auf Ihrer Dateistruktur. Man verweist nur darauf hin. Sie können natürlich die komplette Datei mit reinkopieren. Müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein. Da haben Sie zweimal die gleiche Datei. Einmal auf der Serverstruktur vielleicht oder auf Ihrem SharePoint und einmal bei uns dann. Wenn Sie eine Verknüpfung machen, dann haben Sie den Vorteil, dass es dort bleibt, wo es ist. Dann sagen wir die aktuelle Version und können das Ganze natürlich auch von dort steuern oder ansehen. Das heißt, das ist ein schöner Punkt hier, wenn man sagt, man möchte erstmal hier persönliche Verknüpfungen mit reinnehmen und dann später zuweisen zu einem Projekt. Oder man hat hier ein Projekt aus dem Hallenbauabschnitt 7G und möchte es jetzt in ein anderes Projekt ziehen, dann ist es natürlich möglich. Was noch möglich ist, wenn man sagt, okay, ich möchte, dazu mache ich einfach mal das mal auf, ich möchte mir per Drag and Drop arbeiten, ist das Ganze natürlich auch möglich. Ich nehme jetzt mal mein Projekt Eventplanung. Ich gehe jetzt mal auf den Projekt Dokumente und sage, okay, ich möchte hier einfach, wie Sie es wahrscheinlich auch kennen aus dem ganzen, aus der Windows World, ich möchte mir jetzt hier das reinnehmen. Das heißt, das wäre genauso möglich. Das heißt, bei Drag and Drop, das heißt, Sie müssen nicht immer das auswählen, Sie können auch reinziehen aus dem Explorer raus. Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, damit zu arbeiten. Kleiner Zwischenpunkt noch. Wir haben ja auch bei Inlux einen Kalender, wenn man sagt, man möchte gerne mit dem Inlux-Kalender arbeiten. Wir selber oder ich selber habe mir nutze den, mir die Meilensteine aus den Projekten anzuzeigen. Wenn ich jetzt mit Mouseover drüber gehe, sehen Sie, okay, dieser Meilenstein kommt aus dem Projekt Gehäuse vom Hegewald. Dann hätte ich die Möglichkeit, meine Meilensteine zu sehen. Ich könnte mir natürlich auch die Vorgänge anzeigen lassen, die Sammelvorgänge und die Aufgaben. In meinem Fall fand ich es sehr nützlich, mir nur die Meilensteine anzuzeigen, weil das sind die wichtigsten Punkte in meinem Projekt, dass es nicht so überladen ist. Das ist auf jeden Fall eine schöne Ansicht hier, um auch die Meilensteine in einem Überblick zu haben. Von meiner Seite war es das. Ich würde jetzt gerne auch auf Ihre Fragen, jetzt gebe ich mal das Wort weiter an die Tina, die wahrscheinlich auch ein paar Fragen vorbereitet hat. Genau. Vielen Dank, Marco, für die Einführung in eure Software. Wir haben im Chat einige Fragen bekommen, die möchte ich jetzt gleich an dich weitergeben. Mhm. Und zwar ist eine Frage, dass die Software ja voraussetzt, dass es einen Administrator gibt und einen hierarchischen Aufbau in der Organisation. Mhm. Bei Vereinen ist es aber eher selten. Das heißt, funktioniert das auch, wenn es mehrere Personen gibt, die die Projektleitung haben? Das würde genauso funktionieren. Generell ist es so, wenn Sie keine Rechte vergeben oder wenn man keine Rechte vergibt, so rum, dann hat jeder die gleichen Rechte. Also, da gibt es keinen Unterschied. Nur wenn man sich Rechte setzt, wenn natürlich alle Projektleiter sind, also Sie haben jetzt du hast jetzt drei Projektleiter, ich komme immer auf Sie, aber du hast jetzt drei Projektleiter. Da haben die drei Projektleiter natürlich die gleichen Berechtigungen. Wenn man aber keine Berechtigungen setzt, oft bei kleinen Teams, da kennt man sich ja, dann setzt man vielleicht keine Berechtigungen ein, dann kann jeder alles. Das ist eine Optionssache. Okay, wunderbar. Dann gab es eben Fragen zu eurer IT-Spende. Kannst du dazu was sagen, was es da für Sonderkonditionen gibt für gemeinnützige Vereine? Gerne. Also ich kann gern... hätte ich hier auch schon den Browser offen, dann können wir das Ganze auch gerne durchgehen. Es ist so, dass die Einzellizenz, die normalerweise 450 Euro kostet, für unser Stifterhelfenprogramm 25 Euro kosten würde, die Maschinenlizenz 20 Euro. Wenn man sagt, man möchte gerne im Team arbeiten, würde noch ein Workgroup-Server dazukommen. Oder auch Enterprise-Server, wenn es größer sein sollte. Diese Lizenzen beschränken sich auf 10. Also 10 Stück wären für den Preis auf jeden Fall dabei. Natürlich gibt es auch noch einen Web-User, der wäre noch ein bisschen günstiger. Da hast du aber nicht die Möglichkeit, mit dem Outlook zu arbeiten. Also wenn man mit Outlook arbeiten möchte, ist man bei 20 Euro für den Outlook-User. Und Universal, das ist ja bei 25 Euro. Okay, da komme ich auch jetzt gleich noch auf eine Frage mit dieser Verknüpfung zu Outlook. Funktioniert Inlux auch außerhalb von Outlook?
Ja, also ich zeige dir jetzt schnell mal die Web-App. Das wäre mal ganz gut, auch mal zu sehen, wie die hier ausschaut. Dazu gehe ich einfach in den Browser, weil das ist immer schön, das selber zu sehen. Ich melde mich einfach über meinen Kontakt an. Es würde funktionieren, ja, über die Web-App. Das heißt, da braucht man aber auch entweder die Web-Lizenz oder die Universal-Lizenz. Das heißt, dann kann man aus dem Outlook und aus der Web-App arbeiten. Und man könnte genauso, wenn ich mir jetzt ein Projekt aufmache, hier in die Planung reingehen und genauso dran arbeiten. Natürlich ist im Outlook das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Hier kann man das Ganze als Zusatz sehen, wo man praktisch Aufgaben abarbeiten könnte, Dokumente mit reinnehmen könnte oder Kleinigkeiten an die Planung abändern kann. Weil natürlich, mein Handy ist es dementsprechend kleiner, wie jetzt auf dem Bildschirm, ist zwar responsive, das heißt, es wird automatisch kleiner, aber wenn es dann zu klein wird, ist es ein bisschen schwierig, dann mit dem Gang zum Beispiel zu arbeiten. Aber es ist generell möglich. Dieses Jahr, voraussichtlich dieses Jahr, wird ja auch eine App rauskommen, eine native App, die man sich auch über iOS oder man später beim Android Store auch runterladen kann. Gut, wunderbar. Dann würde ich gleich gerne mit den Fragen weitermachen. Und zwar kam eine Frage zu den Vorgängen. Und zwar, kann man einzelne Vorgänge phasenübergreifend voneinander abhängig machen? Das ist möglich. Dazu steige ich einfach in unser Projekt ein. Das ist immer ganz gut, das zu sehen. Gehe ich mal hier auf die letzten Projekte. Das ist möglich. Also wir haben es jetzt phasenübergreifend gemacht, stimmt. Aber ich kann natürlich die Vorgänge untereinander auch abhängig machen. Wenn ich sage, dieser Vorgang möchte ich mit diesem Vorgang abhängig machen, ist das natürlich möglich. Gedrückte Maustaste und einfach hinziehen. Ist möglich. Okay, wunderbar. Danke für die schnelle Antwort. Dann gab es noch eine Frage zu der Verknüpfung von diesen Gantt-Diagrammen. Ob du das nochmal zeigen könntest, und zwar eine Verknüpfung von Gantt-Diagrammen mit Outlook-Terminen. Kann ich gerne zeigen, wir können ja auch mal eine Verknüpfung auch machen. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Meilenstein in dem Fall und sage, ich möchte den jetzt in meinem Outlook drin haben. Das mache ich. Jetzt müssen wir uns nur den Tag merken, 10.05. Geht dazu einfach hier auf Synchronisieren mit Outlook-Kalender. Dazu mache ich jetzt das Projekt mal kurz zu, weil ich muss ja ins Outlook wieder zurückspringen. Unter den Punkt Kalender finde ich jetzt unter den 10. Mai. Hier meine Eventtagplanung, da hat er schon mit reingenommen. Das heißt, hier, ich hätte jetzt diesen Meilenstein hier als Kalendereintrag in meinen eigenen Kalender mit reingenommen. Das ist über den Button Synchronisieren ganz einfach möglich. Naja, super, wunderbar, Dankeschön. Dann Bitte? gab es noch am Anfang des Webinars auch eine Frage zu den Notizen. Und zwar gibt es die Möglichkeit, ob man die Notizen nachträglich ändern kann, und werden dann auch die Projektteilnehmer dann über die Änderung informiert? Also nachträglich ändern kann man die Notizen. Ich kann es ja mal ich kann es dir ja mal vorführen. Dann ist es immer ein bisschen ersichtlicher, das Ganze. Jetzt gehe ich mal auf die offenen Aufgaben und schaue mal, wo eine Notiz auch hinterlegt worden ist. Haben ja vorhin was gehabt. Ich erstelle jetzt einfach meine Notiz. Benenne die auch Notiz. Dann sage ich möchte die jetzt abändern. Natürlich ist es nachträglich. Wenn ich die aufklappe, nein, nachträglich ist es nicht möglich. Manchmal muss ich sagen, selber testen. Ist auch gut, dass auch solche Fragen kommen. Okay. Nein, nachträglich ist nicht möglich. Gut, das heißt, du würdest dann eher dann eine neue anlegen, sozusagen. Genau, richtig. Okay. Macht doch mehr Sinn, weil dann hat man auch eine Art Versionierung oder auch einen Bereich, wo man sieht, wann wurde die erste Notiz erstellt, wann wurde das abgeändert. Ist ein bisschen ersichtlich, also würde mehr Sinn machen. Okay. Und dann noch eine letzte Frage, bevor wir schließen. Und zwar die Mindmap. Kann man die auch als Entwurf speichern und auf andere Projekte anwenden? Wenn wir reingehen in ein Projekt und wir uns die Mindmap wieder uns anschauen, ist nicht mal die Eventplanung, die schaut ein bisschen größer aus, dann kann ich hier über Vorlagen, also über den Punkt Fragen, die Vorlage speichern und die habe ich schon gespeichert, okay. Und immer wieder benutzen diese Mindmap. Das heißt, ich kann es für jedes Projekt übertragen. Auch dieses Sommerfest oder diese Eventplanung, die ich reingezogen habe, es kommt aus einem anderen Projekt. Ich habe mir ja ein Template erstellt daraus. Also es ist generell möglich.
Okay, wunderbar. Ja, jetzt haben wir es genau 12 Uhr, also eine Punktlandung. Vielen Dank nochmal, Marco, für die Einführung in die Software. Und vielen Dank auch wie immer an unsere Teilnehmer, dass sie fleißig Fragen gestellt haben im Chat. Wir sind heute mit unserem Webinarprogramm durch. Morgen geht's weiter mit meiner Kollegin Sabine Glas-Peters. Zum Thema Daten und Spenden, da haben wir ja eine Kooperation mit dem Verein Deutschland sicher im Netz, auch wieder um 11 Uhr. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Frühlingstag und bis bald im Webinarraum. Tschüss aus München. Von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen sonnigen Tag an alle, die auch so ein schönes Wetter haben. Genau, bis bald. Tschüss. Bis bald, tschüss.